Call it how it is. Mein Berg, hier ist deine Aufgabe. Ja, Percocet. Checkst du's? Nein. Okay, pass auf. Ne fua knie, streff kür hick. Fertsch, nicht auf ihn. Geh rückwärts einkaufen. Drei Stände kriegst du. Du musst dort drei Sachen kaufen, die ich dir sage. Und du musst alles rückwärts bestellen. Das funktioniert doch nie im Leben. Die allererste Aufgabe, eine Salamisemmel, bitte. Einfache Bestellung erstmal, damit er so ein bisschen reinkommt. Ich lasse dich ein bisschen üben. Ach, da muss er sich echt konzentrieren. Moment, da muss ich mal. Ja, da. Lass mich konzentrieren. Wenn man das mal so macht, dann wird dir erst bewusst, wie schwer das ist, Wörter rückwärts zu denken. Du musst dir die ja so bildlich vorstellen, dass du die Wörter in deinem Kopf siehst, damit du die dann aussprechen kannst. Ötip, Lemes, Imalas, Enie. Eine Salami, Semmel. Okay, die Aufnahme nehme ich. Nee, natürlich nicht. Also du bestellst direkt vor dem Verkäufer, sprichst es rein und dann kannst du es erst abspielen. Hallo? Ötip, Lemes, Imalas, Enie. Eini, Salami, Semmel. Bist du? Ja. Ei. Haben Sie es verstanden? Ja, eine Salamisemmel. Oh! Ja, eigentlich war mir nur wichtig, dass ich was zu essen habe. Das erste war geschenkt. Jetzt wird's schwieriger. Käse. 100 Gramm Grajetzer und den weltbekannten Löffelkäse. Sag mal Löffelkäse rückwärts. Esek. Das ist doch Bullshit. Schaust dir noch einmal an. Ja, auswendig kann ich den Satz vorwärts. 100 Gramm Grätzer und den weltbekannten Löffelkäse. Oh. Die Salamisemmel war da gar nichts dagegen, gegen den Grätzer. Ich weiß nicht mal mehr, wie dieser Käse. Verdammt. Also da habe ich echt gedacht, das kann nicht klappen. 100 Gramm ist schwierig, Grätzer ist schwierig. Und habt ihr schon mal versucht, weltbekannt rückwärts auszusprechen? Das ist Kacke. Also, Tertnu. Retz, rei, erg. Retz, hola. Esek, Löffel. Net nak eb tlef dnu retz rei erg mark tret nu. Und dann drückt er da zum ersten Mal auf diese Play-Taste und hört sich an, was er sagt. Mund nicht. Kram. Erster. Und Felsbekannten Löffelkäse. Und die sind jetzt rückwärts gesprochen? Nee, das ist jetzt vorwärts. Vorwärts? Dann muss ich das nochmal abspielen. Erster Löffelkäse. Löffelkäse. Grajetze. 100 Gramm. Ja! Mein Gott! Aber das ist ja sehr schlecht zum Verstehen. Es war sehr gut zum Verstehen, das haben wir jetzt gesehen. So, Meinberg, bevor es jetzt die dritte und letzte Aufgabe gibt, würde ich sagen, passt du dich optisch. Ach nein, es muss doch nicht immer mit einer optischen Lächerlichkeit einhergehen. Diese absolut absurde Aufgabe reicht vollkommen aus. Upside down. Boy, you turn me. Hier ist der nächste Satz. Ich ahne Schlimmes, ich ahne ganz Schlimmes. Ich lese ihn dir einmal vor.
und das war's. Ich muss ihn sehen. Nein. Ich muss ihn sehen. Nein, du wirst ihn kein einziges Mal sehen. Also, ein Strauch Petersilie und 150 Gramm griechische Oliven, extra groß, gewürzt, entkernt. Das kann ich mir überhaupt nicht merken, Alter. Das bitte. Das kann ich mir nicht merken. Was, 150 Gramm Petersilie? Nein. Also diesen Satz, den fand ich einfach unfair. Viel zu lang, viel zu kompliziert. Hallo, diese Rubrik heißt, das schaffst du nie. Und 150 Gramm griechische Oliven, extra groß, ohne Stein, mit Gewürz. Scheiße, ich muss selber schauen. Griechische Oliven, extra groß, gewürzt, entkernt. Oliven, Nevilo. Oh Gott. Kernt. Tnrek, tne, tnrek, tne. Also, los geht's. Ich wusste, ich muss jetzt jedes Wort von diesem Satz perfekt aussprechen, sonst klappt's nicht. Ola. Tne. Rek. Tne. Rüv. Ek. Sank. Art. Xe. Nevilo. Eschis. Che. I. Rirk. Ich habe mich dann darauf konzentriert, vor allem die Schlüsselwörter perfekt auszusprechen. Und ich glaube, dass das eigentlich geklappt hat. Ua. Nie. So. Pass auf. Mein Gott, bin ich nervös. Das ist. Ich bin jetzt wirklich nervös. Ein. Hört auf zu lachen, er hört doch nichts. Xili. Klar zu verstehen. Fünf. Stichgram. Kri ich. Sische. Oliven. Es. Da. Aus. Gewür. Uns. Ger. Uns. Hast du irgendwas verstanden? Oliven nur. Nur Oliven. Nur Oliven. Ich auch. Oh. Und dann schaue ich in diese leeren Augen vom Verkäufer und merke einfach, der hat wirklich nur Oliven verstanden. Nur Oliven. Also, jetzt kannst du mir ja meine Bestellung bringen, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist aber auch eine beknackte Aufgabe gewesen. Mein Berg, was machst du? Hüpfst du in den Oliventopf rein? Nein. Oder was machst du? 1,70 Euro. Ich will nach Hause. Deine Oliven kannst du behalten.